Na, ihr schönen Menschen, den wunderschönsten aller Tage wünsche ich euch und heiße euch herzlich willkommen hier auf Tabasco TV mit dem lieben Stratocopter an meiner Seite wie immer. Hi. Ja, nicht ganz immer, aber fast. Ja, es fühlt sich wie immer an. Sehr schön, sehr schön. Das okay. Wollte ich hören. Oder ist das was Schlechtes? Nö, das ist grundsätzlich erstmal in Ordnung. So. Meiste Zeit. Es sei denn, du willst irgendwelche Samen essen, dann gibt es vielleicht ab und zu die Momente, wo ich mir sage, so, okay, aber ansonsten bin ich mit dir wie immer zufrieden. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute mit mir über ein neues Pokémon sprechen möchtest. Wieder mal. Und ich weiß nicht, bist du bereit, dass wir es schon direkt zeigen? Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch ein One, auf das wir uns, glaube ich, beide freuen, ne? Ja, genau. Und zwar sehen wir heute Barrakiefer und das ist ein Fisch. Und bei Fischen, da schlägt mein Herz ja immer besonders schnell. Ja, und ich freue mich, über den Jungen heute zu reden. Ich denke mal, viele haben es auch schon mitbekommen, dass das hier heute ein Pokémon wird. Ich spoilere einfach mal, dass für das competitive Play auf jeden Fall sehr wichtig wird. Okay. Ja, wie findest du denn das Design von unserem Fisch hier? Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr gut. Also du hast wahrscheinlich gleich wieder vor, die Vorentwicklung einzublenden. Also kann ich auch hier wieder sagen, dass die Entwicklung in sich schlüssig ist, so wie wir es tatsächlich sehr oft in dieser Gen haben. Ja, ansonsten ist es ist halt ein Fisch. Es ist halt, also es ist sehr nah an der Vorlage. Und das ist aber ja nichts Schlechtes. Mir gefällt die Farbgebung. Ja, keine Ahnung, also eigentlich gibt es da gar nicht so viel zu sagen. Ich mag das Design einfach. Es ist relativ minimalistisch, aber das ist nichts Schlechtes. Findest du? Ich finde den eigentlich relativ komplex so, mit Streifen und auch, dass der Kopf so Zacken hat, das sieht fast ein bisschen drachenmäßig aus, ne? Weil es basiert ja auf einem Barracuda oder einem Hecht, die sich ja durchaus recht ähnlich sehen, diese beiden Fische. Und ich habe schon seit ewig gesagt, es wird eigentlich Zeit, dass es mal ein Pokémon gibt, das wie ein Hecht aussieht. Und jetzt haben wir halt endlich mal einen. Also, keine Ahnung, der Hecht ist so einer der Fische überhaupt, okay? Und ich habe, als ich jünger war, sehr viel Zeit am Wasser verbracht und ich habe mich eigentlich immer gefragt, warum es einfach noch keinen Hecht gibt irgendwie. Das ist, komisch irgendwie. Also, sind die in Asien denn verbreitet? Also Hechte, sind das so Allerweltsfische? Oh, ich weiß nicht, ob die bis nach Asien gehen, aber Hechte zumindest gibt es auch in Amerika. Also zumindest Hechtverwandte, also die genauso aussehen wie unsere, die da ein bisschen größer werden. Aber ich sag mal so, der Barracuda ist ein Meeresfisch, also und man kennt die halt. Also, der Barracuda kennt schon. Man. Schon alleine wegen gewisser Lieder, die ich vorhin schon beim Aufnahmetest getrellert habe und du mich gefragt hast, ob alles okay ist. Ja, ansonsten zum Design, ich mag die beiden auch sehr gerne. Ja, mir gefällt vor allen Dingen auch der Kopf von Barrakiefer jetzt hier so mit diesen Zacken. Wie gesagt, dass das so ein bisschen drachenmäßig aussieht, ist eigentlich schon ziemlich cool. Und man sieht es jetzt halt leider in dieser Grafik nicht, aber die Schwanzflosse dreht sich auch wie so ein wie so eine Schiffsschraube. Und sieht schon cool aus, finde ich. Ne? Ja, großer Fan. Alle beide. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Also ich würde dem eine 9 von 10 geben. Also, das ist echt cool. 9 von 10. Ist genau. Was ist bei dir so, einfach, du sagst ruhig im Vergleich zu einer alten Gen, was ist bei dir so 10 von 10? So 10 von 10 Mons? Puh, da gibt es einige, also sowas wie Zapdos zum Beispiel oder Kaumalat. Kaumalat, das wird also nicht überraschend. Paar Mons, Meistergriff natürlich. Nee, Meistergriff wäre bei mir 0 von 10. Ach so. Aber ja, das ist eines dieser Mons, das ich meinte, als ich gesagt habe, die Designs sind wirklich hübsch und ja, gefällt mir einfach. Kann ich nicht anders sagen. Ne. Ja, dann sollten wir mal den Fisch aus dem Wasser ziehen und uns das Typing genauer angucken. Yeah! Machen wir. Wir blenden es auch direkt ein. Wir haben hier Mono-Wasser. Das kennen wir ja zum Beispiel schon beim Wasserstarter. Also auch heute mal wieder kein Monotype. Aber der sah für mich jetzt auch nicht irgendwie so aus. Also von der Farbe her könnte ja auch Boden oder Gesteinstyp sein. Aber hätte es passt auch Drache sein nicht. Können, so wie genau, du das Wort Drache schon gesagt hast in dieser Analyse. Ja, finde ich schon. Also, wenn er jetzt Drache Wasser, ich würde dem das voll abkaufen. Ich auch. Ja. Aber es ist Mono Wasser und wenn du möchtest. Schönes Typing, aber wenn ihr wissen wollt, was wir von Wasser halten, könnt ihr euch eigentlich auch die Inteleon-Analyse angucken. Das solltet ihr sowieso, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ist kann ich nur empfehlen. Nee, keine Ahnung. Ja. Du hast super schöne Resistenzen. Deine
zwei Schwächen sind okay, weil du sie eigentlich ganz gut abfangen kannst. Es sind vor allen Dingen erstmal sehr wenige, also. Ja. Also Wasser ist seit jeher eigentlich so als dieses Typing bekannt, das einfach sehr wenig Anfälligkeiten hat, ein paar nützliche Resistenzen mit sich bringt. Und man kennt das ja, dieses Wort, was immer wieder fällt im CP, Bulky Water Type. Wasser ist einfach ein schönes Typing. Es ist jetzt kein Top-Ultra-Todes-Typing, aber defensiv einfach wirklich brauchbar, auch offensiv nicht schlecht. Alleine, weil man durch Zugriff auf Siedewasser zum Beispiel auch einen Move hat, den man eigentlich immer drücken kann. Selbst wenn er resistiert ist, man hat eine gute Chance auf den Burn. Also auch offensiv ist Wasser jetzt nicht mega schlecht einfach. Nee, das stimmt. Und man muss halt dazu sagen, dass viele Typings, die besser sind als Wasser, daraus resultieren, dass sie als Doppeltyp irgendwie sich schön ergänzen. Also als Monotype finde ich Wasser ist schon ganz, ganz oben mit dabei. Ja, genau. Das würde ich so unterschreiben. Ja, ansonsten müssen wir dazu eigentlich gar nicht viel sagen. Das ist halt Mono-Wasser, man kennt es seit Ewigkeiten und ja, man hat ja halt nicht viel, was man beachten muss. So Pflanze, Elektro nervt halt, aber das fängt man alleine schon mit einem eigenen Pflanzen-Pokémon zum Beispiel ab. Also ja, ich finde das Cores bauen um Fire, Water, Grass eigentlich immer relativ gut geht, eben weil sich die Typen alle gut gegenseitig ergänzen. Ne? Ja, das kann man so sagen. Ja, aber wir reden jetzt ja die ganze Zeit schon über das defensive und das offensive Potenzial von Wasser. Wir müssen natürlich erstmal schauen, wie die Werte aussehen. Bist du bereit? Dann blende ich sie ein. Absolut, absolut. Hau raus. Okay, da sind sie. Und ich finde, viel eindeutiger kann man einem Pokémon nicht sagen, was es sein soll. Also ich würde sagen, wir sehen also hier auf jeden Fall eine gute, spezielle Wall. ja, also ich glaube, Acrostella brauchst du jetzt im OU nicht mehr spielen. Das ist hier definitiv outclassed worden. Ja, ich weiß. Also, ein Hechte zum Beispiel. Ne? Klar, es ist wahrscheinlich eher vom Namen her, merkt man es schon, eher ein Barracuda, aber die sind halt sich sehr ähnlich. Die sind halt sauschnell. Es sind Raubfische und irgendwie passt das. Wir haben einen richtig dicken Angriffswert von 123 und dann diesen Granatenspeedwert von über 136. Also von genau 136. Ich wollte sagen von über 130 und habe das irgendwie vermischt. Aber ey, das ist so schnell, das Ding. Das ist der Wahnsinn. Das Ding ist halt wirklich, wirklich, wirklich böse. Ich meine mal, Siedewasser ist mit 60 Special Attack keine Option auf dem Ding. Das ist vom Tisch. Physische Water Steps gibt es natürlich auch ein paar, die ganz okay sind. Also es fehlt so ein 120er-Ding auf physischer Seite. Vielleicht kriegt er das ja irgendwie als Spezialmove. Werden wir auch sehen. Aber sagen wir mal so, der hat bessere offensive Werte als Snebunna. Okay, will ich einfach mal ganz kurz so stehen lassen. Also der hat 3 Angriff mehr und sogar 11 Initiative mehr. Ich meine, machen wir uns nichts vor, der stirbt an jeder Attacke. Also der ist wirklich viel squishiger, kann man kaum sein. Du meinst also viel fischiger. Viel squishiger kann man auf keinen Fall sein. Ja, okay. Ja, den gebe ich dir. Aber der ist halt dafür da, gegnerische Pokémon zu outspeeden, dem einen Angriff ins Gesicht zu ballern, vielleicht zu revengen, keine Ahnung. Ja, und der macht halt guten Schaden. Aber der will halt keinen Move abhaben, das ist halt so. Na? Ja, das ist halt definitiv so. Aber es ist halt mal wieder ein schönes, geminmaxtes Pokémon. Gerne mehr von solchen Pokémon. Und ich sag mal, 123, ja, also da, ich würde sagen, da wächst nicht mehr so viel Gras da, wo das Ding mal hinhaut, ne? Also. Ja, also wie gesagt, vor allen Dingen die Kombination aus diesen beiden Sachen. Also, du sagtest gerade Geminmax, aber ich würde schon fast sagen, der könnte sogar ein bisschen besser sein, wenn man dem so 10 Werte aus Angriff und Initiative nimmt und die wie auf die Defensive verteilt. Ich glaube, der ist schon fast zu krass irgendwie in diese Sweeper-Richtung gegangen. Er ist halt eine Glaskanone, auf jeden Fall. Ja, absolut. Also, aber solche Monster brauchst du halt auch. Das Snebunna tankt halt auch nichts. So, speziell manchmal ein bisschen was. Ja, aber, also Snebunna hat halt in allen Werten ist der besser defensiv, ne? Ja, aber eigentlich recht deutlich. Trotzdem lebt Snebunna halt nichts. Aber es könnte auch an dieser Vierfachschwäche und an dem defensiv deutlich schlechteren Typing liegen. Ja, das stimmt natürlich, klar. Aber der hier wird, wenn er mal einen Kill nicht bekommt, eben auch relativ schnell nicht mehr da sein. Ja, deswegen, der wird auf die Bretter gehen. Mal schauen,
Mit dem kannst du halt entspannt mit Lorb spielen, weil ob der jetzt 90, ob er jetzt mit 80% oder mit 100% one-hitted wird, ist ja eigentlich egal, ne? Ja, das stimmt. Aber egal, ja. Fähigkeiten. Genau. Vielleicht kriegt er ja auch noch Kraftkoloss oder Temposchub oder so, so die guten Fähigkeiten. Ja, das Komische ist halt, dass so Temposchub irgendwie zu ihm passen würde, ne? Oder auch Titankiefer oder sowas, keine Ahnung, gibt es sicherlich einige. Aber wir schauen uns erstmal die erste Fähigkeit an. Und das ist irgendwie komplett überflüssig, und zwar Wassertempo. Ja, ja. Gut, ne? Wenn du mal unbedingt einen Deoxys Speed outspeeden musst, dann kannst du halt, ne, auch mal einen Regen rausholen vorher. Ja. Ich weiß halt nicht, wie gut der am Ende im Regen ist. Das werden wir gleich, wenn wir alles sehen, über das Mon sicherlich noch ein bisschen beschreiben können. Aber wenn man die Werte sieht und Wassertempo sieht, er braucht es eigentlich erstmal nicht, sagen wir mal so. Das braucht er absolut nicht. Es sei denn, du musst halt safe mega Aerodactyl umbringen. Aber das gibt's ja aktuell gar nicht. Also ist das schon mal, ne? Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also, die sehen sowas doch. Die haben sich gedacht, oh, guck mal, jetzt haben wir bei den Werten so übertrieben. Dann geben wir ihm doch erstmal eine Fähigkeit, mit der er gar nicht so viel anfangen kann, oder? Dann machen wir ihn nicht komplett broken. Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich schon gerne angesprochen habe, dass Game Freak nicht so gut darin ist, Dinge zu balancen. Ja. Also, ich weiß ja auch nicht, wie der Entstehungsprozess von so einem Mon ist. Wird das erst gezeichnet, bekommt dann Typing und dann Werte und dann die Fähigkeiten und sind das immer andere Leute oder designt ein Typ das Pokémon von allem durch? Also fängt mit der Zeichnung an, geht dann über Werte und so weiter und also baut er das komplett? Oder wird das rumgezeichnet? Also ich schätze mal, das fängt einfach mit einer Idee an, dass man so sagt, ey, wir hätten mal Bock, einen Barracuda zu machen, weil Tabasco Griffith hat gesagt, das wird Zeit. Und dann fangen die an, den zu zeichnen. Und gucken, wie der aussehen könnte. Also so Designs ändern sich ja auch immer wieder in so einem Gestaltungsprozess. Mhm. Das hat man ja schon ein paar Mal gesehen. Es gab ja auch mal so ein paar Leaks oder so, dass Gastrodon zum Beispiel, das schon überlegt wurde, den irgendwie in Generation 2 einzuprogrammieren. Da sah der noch ein bisschen anders aus. Also da hatte sie halt die Idee einer Wasserschnecke. Aber haben die dann später halt nochmal geändert. So. Und ja. Ich glaube, dann überlegt man sich... optische Design, genau, ist ja klar. Also wahrscheinlich die Leute, die das optisch designen, sind dann vielleicht nicht die sich auch um das im Spiel kümmern, also den Rest. So, die wissen vielleicht vorher, welches Typing das sein soll. Das macht ja Sinn, das zu wissen, wenn du es zeichnest. So, ich sag mal so, wenn du nicht weißt, dass wenn du das Typing von der Aerodactyl nicht weißt, dann macht es keinen Sinn, das Ding aus Gestein zu malen. So, ja, oder? Ich glaube, es liegt einfach daran, was für eine Idee das ist. Ich glaube, dass manche Pokémon einfach von Grund auf sofort mit ihrer Idee gezeichnet werden. Wenn die zum Beispiel einen besonderen Effekt haben oder so, wie zum Beispiel Lusardin damals, ist halt sofort klar, wie der Effekt auszusehen hat und anhand dessen idealerweise auch die Werte und so. Ja, also die haben nämlich halt Wassertempo gegeben, weil sie sich gedacht haben, okay, dieser Raubfisch ist unglaublich schnell und vielleicht haben sie es so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ist ja auch egal, sag ich mal. Man steckt da halt nicht drin. Man kann halt zusammenfassen, klar, der wird im Regen halt besser, aber das liegt nicht unbedingt daran, dass er dann noch schneller wird, sondern dass er einfach mehr Schaden macht mit seinen Wasserangriffen, keine Ahnung. Aber es gibt sicherlich einige Fähigkeiten, die ihm mehr geholfen hätten an dieser Stelle. Aber Kraftkoloss. Ja. Ich meine halt sowas wie, keine Ahnung, wenn der Movepool passt, sowas wie Titankiefer. Also, vielleicht sogar Sturzbach. Keine Ahnung. Weiß Ruhe ich. Gewalt. Ja, so wie, aber das sind halt auch richtig gute Fähigkeiten, sowas wie Ruhe Gewalt. Ja, natürlich, oder so. Natürlich. Die helfen halt einem Pokémon immer. Du könntest ihm sehr viel geben, von dem er mehr profitieren würde als von Wassertempo, weil Wassertempo eben einer dieser eine Tropfen zu viel ist, der das Fass am Ende zum Überlaufen bringt. Ja, genau. Ja, aber wir verhalten uns jetzt ziemlich lange mit auf. Wir können ja eigentlich einen Blick auf die zweite Fähigkeit werfen, denn es gibt nur noch eine VF, der hat insgesamt zwei und ich sag mal so, die hilft ihm eigentlich noch weniger, glaube ich. Und zwar ist das komplett neu, Schraubflosse, weil er hat ja so eine, ja, Schiffsschraube als Flosse und zwar ist das quasi wie der Snipeshot von Inteleon, also Effekte, die Attacken anziehen, wie zum Beispiel im Doppelkampf Sturmsog oder so, die werden halt ignoriert. Aber ich meine, dass das nur für den Doppelkampf halt gilt. Also ich glaube nicht, dass der die quasi überbrückt in den Singlekämpfen. Nee, du ignorierst ja wahrscheinlich nur das angezogen werden. Die Immunität, die dadurch hergeht, wirst du ja nicht umgehen, also denke ich mal. Ja, das Ding ist, das
Ding ist viel zu squishy, um unbedingt ein viable VGC-Mon zu werden. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Dynamax da meine Aussage jetzt widerlegt. Dafür bin ich zu wenig drin in der ganzen Dynamax-Geschichte, weil ich meine, sie kriegen ja einen HP-Boost dafür. Das ist klar. Aber im Normalfall kannst du halt so einen Mon mit einem schlauen Schutzschild und einem Mogelhieb eigentlich schon in Runde 2 rausnehmen. Und dann weiß nicht, ob man das so viel spielt. Also guck mal, so ein Mogelhieb von ein guter, gut platzierter Mogelhieb kann im Ding wahrscheinlich schon 50% machen, wenn es ein dementsprechend starkes Mon ist. Keine Ahnung. Ich sehe hier kein großes VGC-Potenzial. Aber ich bin auch kein VGC-Experte. Ihr dürft mich gerne in den Kommentaren eines Besseren belehren. Ihr habt vielleicht ja auch alle schon ein bisschen die Metas gespielt, die man innerhalb von 20 Minuten zu Ende spielen kann. Deswegen. Ja, also, sag mal so, selbst wenn das hier großes Potenzial hätte, unsere Analysen beziehen sich ja eher so ein bisschen auf Singles 6 gegen 6 und da hat Schraubfloss halt überhaupt gar keine Nische. Richtig. Und selbst Wassertempo nur, wenn du halt entweder wirklich Dynamax spielst, und es kann ja sein, dass Dynamax gebannt wird, weil Wassermoves holen ja den Regen, also er kann das selber, das werden wir gleich auch nochmal ein bisschen ausführen. Aber wenn Dynamax zum Beispiel jetzt gebannt wird, dann müsstest du halt schon wirklich ein Regenteam mit einem Regensetter und einer klaren Aufgabe irgendwie spielen. Und es kann sein, dass da einfach andere Wassertempo-Mons vielleicht ein bisschen spannender sind als der hier, eben weil er den Speed ja nicht unbedingt braucht. Also ich nehme an, dass wenn wir in einer Zukunft sind, in der es kein Dynamax gibt, dann wird das hier ein tolles Pokémon wahrscheinlich, okay, aber er wird wahrscheinlich quasi keine Fähigkeit haben irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, nein, es gibt's ja so ein paar Mon, die einfach keine relevanten Fähigkeiten haben. Ja, richtig. Aber er braucht sie halt auch nicht. Er hat ein ordentliches Typing, er hat saukrasse Werte. Und wenn du möchtest, gucken wir uns jetzt auch den Movepool an, weil zu den Fähigkeiten lässt sich eigentlich sonst nicht mehr wirklich viel sagen, denke ich. Ja, dann lass uns doch einfach herausfinden, ob der genauso krass ist wie das vorhergesehene Fähigkeit mal ausgenommen. Ja, ich blende mal einige wichtige Moves ein und ihr seht schon, das sind viele verschiedene Typen hier und das sieht unglaublich gut aus. Er hat vor allen alles, Dingen, was er haben muss, einfach alles. Ja, vor allen Dingen als Dynamax-Pokémon, der ist zurzeit auf der Ladder halt wirklich richtig krass. Also gerade in den ersten Tagen, da haben die Leute sich halt totgelacht schon fast. Ich glaube, das ist ein bisschen abgeflaut, wie krank der mit Dynamax ist, weil Dynamaxing gleicht halt diese Squishiness aus, die er hat. Und er kann sich halt mit seinen Steps, also Aqua-Durchstoß und Kaskade sind halt beide ganz ordentlich, kann er sich selber den Regen holen. Dann outspeedet er auch Scarfer, weil er Wassertempo dann hat. Er kann mit Nahkampf, weil Kampf-Dynamax-Moves ja plus Angriff geben, kann er sich damit Angriff holen. Das heißt, er kann mit Nahkampf zum Beispiel sowas wie Tentantel treffen, dass er in Wassermoves reinkommt. Er hätte Schlagbohrer oder Psychobeißer sogar für Agrostella. Mit dem Psychofeld durch Psychobeißer ist er sogar gegen Prio-Moves gewappnet, die ja für ihn durch seine Anfälligkeit auch gefährlich sind. Ihr seht es, okay? Und auch Coverage ist da. Er trifft zum Beispiel dann Pflanzen- oder Drachen-Pokémon mit dem Eiszahn, der auch als Max-Move durchaus stark genug sein sollte. Es sieht wirklich, wirklich fies aus, was der hat. Der kann sogar mit Sprungfeder, mit der quasi Max-Sprungfeder, sich auch nochmal Speed holen. Das ist so böse. Ich meine, er hat immer noch auch den Gift-Hieb für, wenn Dynamax gebannt werden sollte, kann er damit halt auch noch gut Pflanzen treffen, halt ein wenig stärker als mit Eiszahn. Muss man dann halt gucken, ob er, also in welchem Tier er am Ende landet. Ne? Aber machen wir uns nichts vor, der ist sehr weit oben dabei. Ja. Und er hat halt, er hat zwei Schwächen, die er halt beide treffen kann. Das reicht doch. Keine Ahnung. Wir haben schon größere Movepools gesehen, aber der ist trotzdem perfekt rund. So. Also selbst ohne Dynamax frage ich mich, warum kann dieser Fisch Nahkampf? Das wollte ich nämlich auch zur Sprache bringen. Das ist so komisch irgendwie, weil man Nahkampf immer mit diesem Rumfuchteln irgendwie mit Händen und Füßen sieht. Ich meine, wir haben ein paar komische Pokémon, die Nahkampf können, aber keine Ahnung. Wenn so ein Fisch released wird und einer schreibt rein, boah, hoffentlich kann der Nahkampf, dann würde ich erstmal denken so, warum zur Hölle sollte der Nahkampf können? Aber er kann es halt. Und das ist auch irgendwie okay. Das ist ja Kraftkoloss, dieser Move, den jeder kann, wenn er einen Kampfmove braucht. Weil, ich meine, ganz ehrlich, dem Boy da ist doch egal, wenn seine Verteidigungswerte sinken. Die sind sowieso schon papierdünn. Ja, komplett. Vor allen Dingen den Drop hast du halt während des Dynamaxes nicht. Und das ist halt ein Pokémon, das damit wirklich krass
synergiert. Also, wir haben es jetzt gerade mehrfach schon erwähnt, warum. Weil dann sogar Wassertempo auf einmal ganz nett ist. Ja, also der wird jetzt, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist gerade der Suspect-Test auf Smogon gestartet wegen Dynamax und ich glaube in 2 Wochen endet der. Und sagen wir mal so, dieser Fisch hier, der liebe Barakiefer, der guckt sehr gespannt auf das Ergebnis, weil ich glaube, der wird darunter sehr leiden, wenn Dynamax auf einmal nicht mehr da ist, schätze ich. Ja, ich bin gespannt, also insanes Mon aktuell und danach immer noch gut. Ja, und das ist halt eines dieser Mons, die Inteleon halt schon irgendwie outclassen, ne? Ja, genau, stimmt, das war das Mon, auf das ich mich in der Inteleon-Analyse bezogen habe. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig fies. Ja, Inteleon hat einen Vorteil, der hat halt Kehrtwende, aber Inteleon muss halt wegen der Coverage auch auf manche defensive Mons vielleicht mit U-Turn als Prediction rausgehen. Der hier muss das gar nicht so dringend, weil der halt die Sachen eigentlich alle treffen kann. Er kann echt keine alles Ahnung treffen, was in den reinkommen möchte. Also alles, was ich im Kopf hätte zumindest. Ja, also gerade so diese momentan wirklich guten defensiven Pokémon, Tentantle und Agrostella, die werden halt von so Wahlband-Nahkampf und Psychobeißer halt schon, also die wollen den nicht abhaben unbedingt. Nee. Ne? Klar, du das musst predikten, aber der macht halt Schaden. Okay, machen wir uns nichts vor. Ja, was halt ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, ein Boosting-Move. Ich weiß nicht, ob da irgendeinen kann. Ich habe jetzt keinen aufgeschrieben, weil du mit dem wahrscheinlich auch gar nicht boosten möchtest. Nee, nicht wirklich. Also der kann Agilität, was wir halt gar nicht brauchen, Energiefokus. Ja. Ja. Aber so Schwertanz ist halt nicht da. Alter, wenn du zulässt, dass der einen Schwertanz rauskriegt. Ich meine, der hat ja sogar noch Wasserdüse, nur für den Fall. So. Ja. Also, der hat wirklich viele Sachen bekommen, damit gewährleistet wird, dass der irgendwie schneller ist als der Gegner. Ne? Machen wir uns nichts vor, ist ein feilschneller Fisch, der zuhaut und einfach auch noch die nötige Coverage hat. Nur bei den Fähigkeiten ist der, also wenn wir hier, das Einzige, was man bemängeln kann, sind die Fähigkeiten. So, und ansonsten ist das ein so super starkes Pokémon. Ja. Der ist echt heftig. Ja, keine Ahnung, man kann über den halt gar nicht so viel sagen, weil das Typing ist simpel, die Werte sind auch komplett klar, du hast hier auch eigentlich nur die eine Möglichkeit, du wirst du immer froh spielen, vielleicht im Regen mal Adamant, keine Ahnung, du wirst wahrscheinlich immer Life Orb oder Wahlband haben, denke ich, und dann geht's los, wahrscheinlich auch immer Wassertempo, zumindest solange Dynamax da ist, also auch ohne Dynamax eigentlich immer, weil Schraubfloss halt gar keinen Nutzen hat, ja, und das ist fies. Also ich schätze mal, du brauchst auf dem immer einen Wasserstep. Ich würde natürlich eher zum Aqua-Durchstoß gehen. Klar, Kaskade kann mal flinchen, das kann auch toll sein. Aber dieser, ja, Defense-Drop halt auch. Du wirst eigentlich auch immer Nahkampf und dann Coverage noch gegen Agrostella haben, also Schlagbohr oder Psychobeißer. Und ich weiß nicht, als letztes wahrscheinlich schon echt Eiszahn oder Gift-Heap. Also wenn wir jetzt von Nicht-Dynamax ausgehen, weil ja, der wird echt krass. Ne? Aber du musst ihn halt auch erstmal reinkriegen, ne? Weil das machst du halt nicht so schnell. Er ist halt im schlimmsten Fall einfach ein eiskalter Revenger, so, ne? Das ist. Wir können nicht so viel über den sagen, ja, aber wir sind hier bei 24 Minuten Aufnahme. Keine Ahnung, wie viel das im Video nachher tatsächlich ist, aber sagen wir auch nicht so viel mehr. Ich meine, wir labern ja nicht so viel, nachdem wir die Aufnahme gestartet haben. Das ist unsere kürzeste Analyse bis hierhin, weil wir bewegen uns ja gerade schon so tänzelnd auf das Ende zu. Deswegen, ja. Daran kann man mal sehen, wie klar dieses Pokémon definiert ist, okay? Ist so. Das hat auf jeden Fall also die Boss-Transformation mitgemacht. Das ist... Ja. Ich fände es aber schön, dass einfach mal ein Fisch so viel Liebe bekommt, weil meistens sind diese Fisch-Pokémon, die dazu kommen, eher nicht so gut, ne? Willst du hier Golking haten oder was? Ja, bestes Beispiel, der ist halt einfach nur bad, keine Ahnung. Ja, ist er halt wirklich. Ja. Aber sowas wie Golking würde von dem Ding ja auch einfach gefressen werden, also machen wir uns nichts vor. Ja, also ich finde es halt auch ganz gut, dass viele der neuen Mons ganz gut sind. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber die Shitmon League jetzt, die ich immer wieder erwähne, weil es eins meiner Herzensprojekte ist, die wird nicht mega viel Zuwachs bekommen in dieser Generation. Und das, was reinkommt, wird meistens auch ins obere Tier irgendwie kommen. Also, keine Ahnung. Und sagen wir mal so, wenn Dynamax erlaubt bleibt, ist dieser hier OU und bleibt OU. Und wenn Dynamax wegfällt, vielleicht auch.
Ich meine, diese Squishiness, die Art, kann eben so vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn er halt keinen Psycho-Feld-Support bekommt, könnte ich mir vorstellen, dass er ins BL geht. Also im UU möchtest du so ein Pokémon im UU sehen? Ich meine, ich weiß ja auch nicht, wie sich die ganzen Tiers jetzt verhalten, wo einfach auf einmal, weißt du, wir sind ja jetzt wieder so quasi in Generation 4 zurückgegangen. Also ja. Rein von der Mon-Anzahl. Und deswegen, keine Ahnung, wie sich die Tiers entwickeln. Ich habe bisher auch noch tatsächlich keine Zeit gehabt, irgendwie großartig auf Smogon rumzuspielen. Ich habe noch nie eine Dynamax-Form je in Aktion gesehen. Deswegen. Ja, also so ein bisschen habe ich da schon abgehangen, aber habe auch relativ schnell die Lust verloren, weil Dynamaxing mir persönlich einfach gar keinen Spaß macht. Deswegen, ich hoffe auch, dass es gebannt wird, weil ich das also einfach nicht gut finde. Es tut mir leid, lieber Barakiefer, dass du dann deine große Waffe verlierst, aber ich bin kein Fan davon. Und ich denke mal, die Chancen, dass es gebannt wird, sind auch sehr groß, schätze ich mal. Naja, wir sehen das Ding dann wahrscheinlich ja immer noch im Wi-Fi und irgendwelche Wi-Fi-Ligen oder Turniere werden Dynamaxing halt nicht bannen und dann ja, klar. Dann sieht man Barakiefer da wieder in jedem Team. Also, hey! Ich habe auch mal geguckt, ich glaube so von offensiven Water-Types ist es auf jeden Fall das Beste, wenn man von Gyarados zum Beispiel absieht. Stimmt, keine Gyarados Ahnung. Ist auch insane als Dynamax-Mon, ne? Das ja, richtig, auch richtig aus ähnlichen sein. Gründen. Also bei Gyarados, da wir ein bisschen Zeit haben, fasse ich es mal schnell zusammen. Gyarados kann auch Sprungfeder und wir wussten ja, dass Drachentanz Z-Sprungfeder Gyarados ist schon gut. Das ändert sich bei 3 Sprungfedern jetzt im Dynamaxing auch nicht. Der hat Hochmut, der holt sich selber den Regen. Gyarados ist wirklich krass. Also, ja. Der Junge macht richtig Radau. Und weißt du, wer auch krass ist? Hm? Die Zuschauer, die sich das hier angeguckt haben. Ich finde, das sollte man denen auch mal sagen. Das sind alles krass coole Leute. Okay, was machen wir für einen Hashtag für die Leute, die durchgeguckt haben? So cool wie Hashtag, wie ich bin cool wie Gyarados oder so. Lass uns Hashtag krass. Cool wie Eiszahn machen. Cool wie Eiszahn, alles klar. Weil Gyarados und Grüße gehen raus an die Bolthund-Analyse. Oh ja. Ja, weil ich denke, wir können das jetzt bequem beenden. Das ist ein recht eindimensionales Pokémon, aber trotzdem unglaublich gut in dem, was es macht. Absolut. Hat quasi seine Rolle wirklich auf die Spitze getrieben. Und es gibt sicherlich den einen oder anderen, der auch schon Erfahrung mit Barakiefer gemacht hat. Vielleicht auch im Playthrough, vielleicht auch auf der Ladder. Die könnt ihr uns gerne mal in den Kommentaren mitteilen. Auch von mir aus, wie findet ihr das Design? Oder könnt ein paar Ergänzungen zu Sachen raushauen, die wir so gesagt haben. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Analyse wieder. Ich freue mich übrigens über jeden Kalk in den Kommentaren, in dem einfach irgendjemand mal random kalkt, welches Mon mit Donnerschock Barakiefer umbringen könnte. Wahrscheinlich die meisten so gefühlt. Ich hab solche Kalks mal mit Katana und Glut gemacht. Wenn ich mich recht entsinne, kann ein Raupi mit Specs Katana mit Glut one-hitten. Aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ja, das ist teilweise echt verrückt. Also, ja das war jetzt ein schönes Abschlusswort, deswegen. Eigentlich schon, ja. Deswegen, danke, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns an die Tage, vielleicht schon morgen, ich kann es nicht ganz versprechen, wieder im neuen Pokémon und neuen Meinungen und neuem Trash-Talk von Stratobasco. Haut rein, ciao, ciao. Tschüss.